Willkommen auf unserem Kanal, ich bin euer Hobby und heute im Review die M4 A1 der Firma WE im Katana-System freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde uns das Ganze von Begardi und jetzt erstmal das Intro. Kommen wir auch gleich dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in dem ganz einfach gesagt hässlich braunen, einfachen Pappkarton mit einer kleinen Aufschrift der Waffe selber. Das war es auch schon, mehr ist es nicht. Im Inneren eine kleine Pappverschachtelung, der die Waffe vor Schäden schützt. Es tut aber, was es soll, es funktioniert. Ein Reinigungsstäbchen, eine Bedienungsanleitung, das 300 Schuss Highcap Magazin ist dabei und natürlich die Waffe selbst. Der Importeur hier ist in dem Fall Begardi, der Hersteller ist WE. Das System ist ein SAEG-System im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar, die Materialien sind Metall- und Kunststoffparts. Wo genau, sage ich euch alles noch. Die Energie liegt bei 1,4 Joule mit dem verbauten roten Zylinder. Aber jetzt haben wir das natürlich erstmal für euch nachgekronen. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt im eingefahrenen Zustand 780 mm, im ausgefahrenen Zustand 860 mm. Das Gewicht des guten Stücks liegt bei 3000 Gramm, der Preis 299 Euro. Kommen wir auch gleich zu den Eigenschaften außen von der Waffe. Sie ist in einer Vollmetallbauweise, das heißt wir haben alles aus Metall gefertigt, was bei der M4 aus Metall geht. Wir haben den Lower Receiver, den Upper Receiver, den Tragebügel, die Stocktube, die Frontvisierung und den Außenlauf auch durchgehend aus Metall gefertigt. Lediglich der Handgriff, der Stock und auch der Handguard sind hier aus Kunststoff gefertigt. Was wir aber finden, keinerlei schlechtes Kunststoff ist, ist auf jeden Fall, es knarzt zumindest nicht und es wackelt auch nicht so extremst. Was man dazu noch sagen kann, unterm Außenlauf befindet sich ein 14 mm Negativgehörner zum Anbringen zahlreicher Silencers oder je nachdem, was man halt möchte. Was man auch machen kann, ist die Laufverlängerung zum Beispiel abschrauben, um sie schnell als CQB umzubauen, dazu aber einen anderen Lauf benötigt, da dieser bis in die Laufverlängerung reinragt. Kommen wir hier auch gleich zum Magazin. Was wir hier haben, das Magazin ist ein Highcap, wie schon erwähnt, aus Stahlblech gefertigt. Geht beim ersten Moment etwas schwierig rein in die Waffe, aber das gibt sich nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Durchführungen auf jeden Fall. Es sitzt straff, also es wackelt nichts, es feedet einmal frei. Ja, dazu. Kommen wir jetzt nun zum Akku. Zum Akku müssen wir ganz klar sagen, bei der Version ist es ein Kritikpunkt. Der Akku ist ebenfalls hier im Stock untergebracht. Man muss hier die Kappe abschrauben, um an die Kabel zu kommen. Und der Platz für den Akku ist relativ schmal. Zumal man ja die Abdeckung wieder aufschrauben muss, da der Stock hinten löchrig ist. Also ein Loch durch ist durchgehen zum Beispiel. Ja gut, kann man über drin wegsehen. Ich würde hier einfach empfehlen, einen Crane-Stock oder sonst was anzubauen. Oder wer will, dann die Kabel nach vorne zu legen. Kann jeder machen, wie er denkt. Kommen wir auch gleich zu den Markings. Die Markings sind relativ schnell abgearbeitet. Wir haben beim Feuerwahlhebel beidseitig die Einstellung Auto, Semi und Safe, wobei Auto in Deutschland natürlich nicht verfügbar ist. Am Handgriff befindet sich ein Aufkleber mit Made in Taiwan und hier vorne das Importeurlogo Kaliber 6 mm, in dem Fall Begardi, BB und das F im Fünfeck. Drunter noch eine kleine Typenbezeichnung, in dem Fall Katana M4. Auf der Schützen linken Seite haben wir hier ebenfalls schon einen Kritikpunkt. Hier ist ein Aufkleber drauf mit einem Warnhinweis, was wir jetzt allerdings schon entfernen mussten, also abgegangen ist. Und beim Abgehen ist die Eloxierung vom Metall mit abgegangen. Ärgerlich, aber gut, gemeint, kann man, denke ich, drüber hinwegsehen. Kommen wir auch gleich zu den inneren Werten der Waffe. Da liegt ganz klar die Individualität der Waffe. Wir haben hier die Möglichkeit, ähnlich wie bei den PTWs oder bei den ICS-Waffen,
eine zweigeteilte Gearbox. Hier haben wir das Teil, das wir im Lower, also in der Lower Gearbox V2 kompatible Teile haben, Gears, AL, Up-Switch Unit, was auch immer. Der Motor ebenfalls gleich, auch V2 kompatibel. Im Upper Receiver befindet sich die eigentliche Einheit, hier WE exklusiv, also ich kann das nicht kombinieren mit PTW oder sonstiges. Die Pop-Up-Kammer in dem Fall ist ebenfalls eine ganz normale V2 Hop-Up-Kammer. Verschiedene Hop-Up-Kammern müssten, denke ich, angepasst werden. Aber gut, das ist ein bisschen Arbeit. Was ich mir sagen lassen habe, ist Provin passt auf Anhieb. Gut. Genau, klappen wir das Ganze wieder zu. Davor beim Zuklappen allerdings zu achten, dass das Magazin entfernt wird. Man klappt das Ganze zu, steckt den Pin wieder durch und das Ganze ist bombenfest. Was zum Inneren auch noch zu sagen ist, wir haben einen funktionierenden Bolt Catch, den man durch Drücken des, wie gesagt, Bolt Catches ganz einfach lösen kann. Und auch ein kleines Gimmick noch, jetzt hat natürlich, da das kein Akku in der Waffe ist, nicht funktional, eine Federentspannfunktion. Das heißt, wenn ich den Trigger auf Semi stelle und dann zurück auf Safe, entspannt sich die Feder automatisch. Ist schön, ist auch sehr internals schonend. Also hier hat WE auf jeden Fall mitgedacht. Wir haben die Waffe natürlich auch wieder für euch im Praxistest gehabt. Dafür ist diesmal der Haiko unterwegs gewesen. Bei strömenden Regen hat er die Waffe auf Herz und Nieren getestet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Servus Leute, ich durfte heute die WE Katana für euch mal anspielen. Mein Fazit von der Waffe ist, ich finde gut, dass die größtenteils aus Metall gefertigt ist, hat ein schönes ausbalanciertes Gewicht, das Magazin sitzt perfekt im Magazinschacht, es wackelt gar nicht und was ich noch sehr schön finde ist, dass wenn man auf die Safe-Stellung zurückgeht, dass die Feder sich entspannt. Wo ich ein bisschen überrascht war im negativen Sinne, war die Reichweite und dass wenig Platz für den Akku im Stock war. Kommen wir auch gleich zum Fazit von der Waffe. Das Fazit ist so teils, teils. Natürlich ist das System mit dem Zylinderwechseln sehr, sehr geil gelöst. Zu einem Bruchteil von den Kosten, was jetzt beispielsweise eine Systema oder eine DTW kostet oder was auch immer in dem Bereich. Was wir allerdings feststellen mussten, ist, dass die Reichweite Stock relativ gering ist. Also hier muss man auf jeden Fall nacharbeiten. Heißt Tuning Hop-Up-Kammer und Tuning Lauf auf jeden Fall. Was wir auch merken mussten, ist, dass der Motor schon bei der 120er Feder relativ schwach ist. Zu den Energiezahlen noch zu sagen, man kann hier natürlich auswählen. Es gibt noch zwei verschiedene Zylinder, einmal den grauen, einmal den blauen noch. Die blaue liegt so bei 1 Joule die Waffe, bei der grauen liegen sie so bei 1,8 Joule die Waffe. Konnte man jetzt heute leider nicht testen, weil wir es nicht da haben. Aber wenn wir es können, wird es vielleicht noch nachgereicht. Ja, trotzdem ist das Fazit relativ gut. Die Materialien sind schön verarbeitet, ein schönes Finish. Und ja, das war's von mir in der Hinsicht. Ich kann die Waffe euch ans Herz legen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen, je nachdem. Wir werden uns demnächst wiedersehen. Euer Heubi. FV. Macht's gut.